Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Assassin's Creed 3. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Bei unseren Kameraden, glaube ich, jetzt wieder. Einmal absteigen, bitte. So, dann legen wir jetzt mal den Hinterhalt, den wir in letzter Folge sozusagen vorbereitet haben. Sie hat ja irgendwie gesagt, sie holt ihre Männer, wir holen unsere Männer und dann schlagen wir zu. So richtig so. Volles Hund aufs Mal. Na, ach, 5 Monate später. Mann, waren wir lange da im Gebäude drin. Und laut unser Totengesang. Hört, hört. Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, ah. Lasst uns gehen. Okay. Kann überhaupt noch aufrecht stehen, der Kerl? So besoffen, wie der ist. Lässt sich echt gehen. Zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Was wollt ihr denn? Und schwül dazu, der reinste Sumpf, sage ich euch. Dazu schweigen von den Moskitos. Ist jetzt 5 Monate her, also. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lump. Nein, nicht unterschätzen. Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitzel. Ganz genau. Okay. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind überschätzt. So. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Er ist gewiefter, als ihr glaubt. Okay. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Was? Der hat nur 3 Krieger? Okay. Oh. Ein etwas älteren dabei, okay. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Ach so. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Okay. Wir sind Helfer. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen.
Okay, wieder geheim, also. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Tötet sie! Ach Mist. Ach Mist, echt. Ich wollte das schön geheim machen, aber naja, was soll's. Dann ist es halt so. Ohne offenen Konflikt auszulösen, ja. Pech gehabt. So, okay. Zu Hause fühlen. Da gibt es nur Matsch, Mücken und... Ich sage dir, der Karren ist überladen. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Okay. Wir gehen mal hier entlang. Gedient zu haben, meinst du? Sir? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Wow! Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Er hat für seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen, nein, wenn wir gewinnen, dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen, und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen, eine klare Befehlskette, Anführer und Gefolge. Ohne diese Struktur kann es keinen Sieg geben. Habt ihr das verstanden? Na los. Sir, ja, Sir, musst du sagen, du Arsch. Na gut. 92. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo okay. Seid ihr hin, Edward? Wo seid oder wo will er hin? Oh nein, 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 Pferd, 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 Pferd. Pferd! Pferd! Ah! Okay. Ja, nachladen. Dann nochmal. Okay, dann halt so. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Oh! Nicht. Okay, nicht. Schnell, bevor er davonkommt. Ich sagte los! Okay. Das verdiene ich nicht. Ihr seid ein Heuchler. Ne, die Klinge nehmen wir natürlich. Verzagt, Edward. Aber ihr habt es erzwungen.
Okay. Verdammt! Zack, rein. So in Zeitlupe des Schaut. Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Falle. Ihr recht. Leb wohl, Edward. Okay. Ring abgenommen. Es ist getan. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Okay. Ach, dieser blöde Stuhl, der knarscht. Guckt mal, da waren wir doch auch schon mit Desmond. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Okay. So einfach geht das. Hätte ich das gewusst damals. Ja, hätte ich das damals gewusst, dass es so einfach geht, eine Frau rumzukriegen. Töte jemanden und bam. Ja, du hast sie. Natürlich nicht. Geht das nicht so einfach. So. Ein paar Tage später. Okay, ein paar Tage. Ein paar Tage. Habt ihr gehört, ihr blöden Rotröcke? Ein paar Tage. Gibt es denn überhaupt hier neue Wegpunkte? Nö, gar nicht. Nö. Ja, es sind alle erkundet, die ich hatte. Alle erkundet. Gut. Ja. Dann gehen wir nichts da wie rein. Naja, eigentlich, nein, ich mache jetzt kein Feierabend, keine Sorge. Das wäre jetzt richtig fies, ja. Nein, aber im Grunde genommen wissen die Templer ja schon, wo diese Höhle ist. Ja, dass man da nichts
schon mal so weiter ausgebuddelt hat oder drumherum gesucht hat, schon so, ja, finde ich ein wenig, ja, man hätte ja wenigstens buddeln können, ja, ob man vielleicht einen anderen Weg findet, ja, freilegen, vielleicht ein großes Gemäuer dann später, weil wir sind auch nur in eine Höhle reingegangen als Desmond, später halt großes Gemäuer drumherum ziehen, ab wie so ein Kloster, ja, so, oder eine Kirche drumherum bauen, oder eine irgendwie sowas, eine keine Ahnung, ja, eine Abtei, so, ja, irgendwie was, damit man halt das sicher hat, damit die Kirche es hat, die Templer, ja, und dass man halt Untersuchungen anstellen kann, aber das, die haben ja gar nichts gemacht, ja. Deswegen, oder was auch immer, ja, weil, klar, die Assassinen wissen jetzt, wo es ist, ja, ich gehe davon aus, dass definitiv auch die Templer dann wissen, wo wir sind, ja, weil sie wissen, wo wir sind, ja, dann wissen die auch dann definitiv, wo die Höhle ist, ja, also, ist doch klar. Also, machen wir weiter. Deswegen, also, es muss ja so sein. Die wissen definitiv alle Bescheid schon. Deswegen verstehe ich ja. Ja, ich bin erstellt. Habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Ja, sollen sie doch alle warten. Gentlemen. Bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört. Des Weiteren. Glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schneide den Finger ab. Wie bei den ersten Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Ganz genau. Ich sag ja, Hirnfick, ja? Vom Feinsten. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings, wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein.
Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. Ja, was war das für eine Enthüllung? Ja, letzte Folge. Ja, wir waren kein Assassine. Nein, wir waren ein verdammter Templer. Ja. Die Leute, die wir abgeschlachtet haben, ja, alles im Namen der Kirche, sozusagen, ja. Wir als Templer, jetzt nicht Assassinen, und trotzdem haben wir die versteckte Klinge benutzt, ja. Wenn man drauf geachtet hat, ja, auf den Armschienen, das waren Assassin-Armschienen, da war das Symbol drauf, aber auf Edwards Umhang, ganz oben, kleine Spitze, ja, war das Templer-Symbol drauf, das Templerkreuz. Ist mir auch vor ein paar Folgen erst aufgefallen. Gebe ich ehrlich zu. Ja. Und naja. Jetzt werden wir hier Seans Ratschlag zu Gemüte führen. Wir werden uns erstmal hier unten umgucken und reden auch mit den anderen Leuten. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Für alles? Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden, war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss. Was meinst du? Zwischen uns und ihnen liegen Zehntausende von Jahren. Eine völlig andere Sprache und Kultur. Ihre Intelligenz ist der unseren weit überlegen. Wir haben Glück, dass sie überhaupt so viel mit uns kommunizieren. Ich weiß nicht, warum die das alles so kompliziert machen. Wenn sie etwas von mir wollen, warum sagen sie es dann nicht einfach? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, dass Juno und Minerva sich nicht unbedingt einig sind. Ich studiere alles, was ich in die Hände kriege. Aber vielleicht findest du da unten etwas, das Licht auf dieses Rätsel wirft. Was geschah zwischen ihnen und warum? Okay. Da steht sie schon wieder. Eine weitere Erinnerung. Was glaubst du, liegt hinter dieser Tür? Keine Ahnung. Glaubst du, es könnte uns retten? Juno schien das zu glauben. Was, wenn es gefährlich ist? Wir haben ja nicht viele Alternativen. Tja, wir könnten, ich weiß nicht, den Präsidenten warnen. Und was soll er dagegen tun? Und wer sagt, dass er nicht mit Abstergo verbandelt ist? Das sind doch alle heutzutage. Und wenn wir zu denen gehen? Zu Abstergo, meine ich. Habe ich auch drüber nachgedacht. Sagen, was wir gesehen haben und zusammenarbeiten. Die müssen viel mehr wissen als wir, aber... Aber was? Es kann sein, dass sie genau wissen, was passieren wird. Dass sie wollen, dass es passiert. Soweit wir wissen, verstecken sie sich in Bunkern und warten auf das Ende. Und dann, wenn es vorbei ist, kommen sie raus und übernehmen die Kontrolle. Ich hoffe, du irrst dich. Hoffe ich auch, Rebecca.
Hoffe ich auch. Okay, warte. Na gut, ich gehe wieder arbeiten. Ja. Oh. Okay. Sie ist weg. Dann quatsch mal hier mal mit dem Papa. Obwohl er mir gerade Paus Maul gehauen hat. Ja. Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Okay, okay. Boah. Naja, was sagt Sie John? Sieh das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Hallo Desmond, wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Was hast du nachgefunden? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch, Großmeister der Londoner Komtur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward. Naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frag mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Okay. Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als 2 Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht. Genau. Ich arbeite mal weiter. Gut, du arbeitest weiter. Okay. Nee, hier kann ich nicht an den Laptop ran. Ich weiß, dass ich hier irgendwo rumklettern muss noch. Der hat auch nichts mehr zu quatschen. Sie auch nicht mehr. Wir durchsuchen jetzt einfach mal hier ein paar Sachen zum Ablaufen. Weil wenn wir schon einmal hier draußen sind, können wir ja gucken. Wow. Wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. 4 Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut. Das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Okay. Das heißt, dass sie haben Maschinen gebaut. Ja. An diesem Turm hier. Okay, und hier können wir doch hochgehen, ha? Ja. Wenn schon die Treppe hier ist, dann nehmen wir auch die Treppe.
So. Und... Wow. Fragt mich jetzt bitte nicht, wohin wir laufen müssen. Ich mach's einfach. Okay. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zwists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge, sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Auch ein Fehlschlag. Das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen weiter. Okay, die haben also mit dieser Maschine hier, soweit ich verstanden jetzt habe, wollten sie vier bauen, um den Sonnensturm abzuwehren, der sozusagen den Planeten vernichtet hat, also sie getötet hat alle. Als das nicht geklappt hat... Achso, hier muss ich so einen Stein reintragen. Als das nicht geklappt hat... haben die versucht, ein Schutzschild zu bauen. Planetarisches Schutzschild. Bis sie festgestellt haben, dass selbst das zu wenig ist, um eine Stadt gerade nur retten zu können. Und selbst das hatten sie keine Zeit mehr gehabt, um dies auszuüben. Oder auszuführen. Da lang? Okay. Ja, all die Technologie und keine Zeit. Oh, bin ich jetzt falsch gegangen? Da so hoch, hä? Ach, der Papa probiert's nochmal von vorne. Achso, da ist die Treppe. Okay. So, dann nochmal. Entschuldigung, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Also, hier sind wir hoch. Hier so rüber. Halt. So. Dann darüber. Dann vielleicht doch hier so ran. Nein. Lasst mich mal ganz kurz hier gucken. Komme ich hier oben überhaupt irgendwo weiter? Ich glaube nicht, hä? Nö. Also müssen wir doch irgendwie dahin. Also hier auf jeden Fall nicht. Nee. Also müssen wir irgendwo hier weiterkommen. Nee.
Kann ich irgendwas mit einem Adlerauge entdecken? Beinahe runtergefallen. Ne, also. Tut mir leid, hier finde ich leider nichts mehr. Ja, hier runter erstmal. Dann. Die Mauer sieht komisch aus. Na gut, dann gucken wir andere Seite weiter, wenn hier nichts mehr geht. Oder können wir hier hinten nochmal gucken? Nee. Ach, Mist, rüberspringen können wir auch nicht. Nee, da ist auch nichts zu sehen. Nee, wir laufen hier rüber. Dann vielleicht andere Seite, hier vielleicht irgendwas, hä? Und hier so. Oh, hier ist so eine Treppe. Oh. Da stoße ich mir eher den Kopf. Halt. Okay. Nee. Dann vielleicht andere Seite. Auch nicht. Hey, warte mal. Hier, guckt. Hier kommen wir auch irgendwie entlang. Okay. Nee, da müsste ich auch irgendwas aufmachen. Nee, hier kann ich nichts rausbekommen. Aber ich muss ja hier irgendwie weiterkommen. Irgendwie war es doch hier. Ich meine, dass hier irgendwas. Nein, auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Da oben ist auch nochmal so ein Kontrollpunkt. Also ich weiß, dass da oben einer ist, an meinem Kopf. Und da. Und irgendwie hier was zu holen war. Das weiß ich. Das weiß ich, aber. Lass mich noch einmal kurz hier lang köpfen. Nee, da nach oben geht alles nix. Als daran springt, nützt nichts, da komme ich nämlich nicht hoch. Ganz kurz gucken. Nee, hier hoch an irgendwas klettern komme ich auch nicht hin. Nein.
irgendwie müssen wir doch hier weiterkommen. Ich weiß, dass hier irgendwas war. Ja, ja, erstmal hier runter. Nochmal, halt. Ich muss doch hier irgendwas finden. Okay. Ich guck nur. Das ist echt merkwürdig. Nee, hier ist sonst gar nichts mehr. Aber irgendwie muss ich doch hier mal einen Anfang bekommen. Ich weiß, dass man hier irgendwo anfängt. Ich guck einfach nochmal hier. Dahin nicht. Okay. Ich probiere mal was. Rüberspringen. Okay, das macht er also nicht mit. Gut. Hätte der sein können, dass er einfach rüberspringt. Deswegen. Hm. Warum gehst du denn da nicht hoch? Okay. Merkwürdig. Ich gehe einfach nochmal mit dem Adlerauge hier entlang. Ne, hier ist nichts Offenes. Hm. Uns bleibt echt nichts anderes übrig, als, glaube ich, jetzt in den Animus noch zu steigen. Oder können wir nochmal hier oben gucken? Ich weiß nicht. Ne. Das war's. Okay, ja. Ja gut, na gut, dann. Obwohl, ich habe da hinten noch nicht nachgeguckt. Kann man hier irgendwie hochklettern? Ach Mist. Auch nicht. Nee, also tut mir leid. Also, hm. Ja, wir machen Folgendes. Ich werde jetzt hier erstmal Feierabend machen. Ich werde mich mal kurz im Internet dann nochmal schlau machen. Und, wenn ich dann nichts finde, also, ja, wie wir hier irgendwas machen können, dann werden wir uns auf jeden Fall im Animus wiederfinden, ja. Bei der neuen Mission. Ansonsten werden wir hier die nächste Batterie finden oder aktivieren können oder wie auch immer. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Tut mir leid, dass ich jetzt einiges nur hier so hin und her gerannt bin, um zu gucken, aber einiges wollte ich jetzt irgendwie eine Batterie aktivieren. Ich meine immer noch, dass es hier irgendwas ist. Ich kann jetzt schon was aktivieren und ach. Das werden wir dann, wie gesagt, ja, wenn was ist, dann steige ich gleich wieder ein und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao, ciao, euch, ja.